Ja. Jetzt ein bisschen schneller, sie kommt immer, sie kommt in den Pass, ne? Ja, lassen Sie sich ein bisschen mehr alleine beim Rundlaufen. Das ist neu, das ist der neueste Mode wieder. Kräftiger Kopf. Dunkelbraune, gut eingesetzte Augenbrauen. Komplette Hündin in Jugendklasse. Die erste Hündin, erstplatzierte Hündin ist eine sehr harmonische, schon jetzt, also in allen Details, vorzügliche Hündin. Ich denke, die wird mal super. Die zweite Hündin ist eine größere Hündin, die bewegt sich sehr gut. Winkt ein bisschen besser, gewinkelt sein, aber sie ist auch sehr groß. Ich denke, da kommt auch noch was, die muss ich noch ausbauen. Dritte Hündin, auch eine sehr schöne Hündin. Aber ist deswegen nicht auf den dritten Platz gekommen, weil sie noch ein bisschen besser läuft als die vierte. Ja, ich bedanke mich bei allen. Das ist der große Schwester. Ja, die hat ja viel zu tun. Ja, wenn das so heißt, dass das... Ja, aber sie kann auch das alles. Ah, ich höre zusammen. Thank you.
Was ist vertreten, ja? Das Vor- und Zurück möchte ich nochmal sehen. Vielleicht nicht alles so länger können. Hündinnen Zwischenklasse, drei vorzügliche Hündinnen, die haben alle drei ein Vorzüglich bekommen. Die erste ist eine schon ganz harmonische, schon fast fertige Hündin. Die zweite braucht sicher noch ein bisschen Entwicklung, sehr große, kräftige Hündin. Läuft sehr schön mit ganz erhobenem Kopf, das hat mir bei ihr sehr gut gefallen. Und die dritte auch eine hervorragende Hündin, also da kann ich nur gratulieren zu solchen Hündinnen. Dankeschön. Ja, weil du gehst immer nicht zu mir. Ich muss schon mal rein, ich muss nicht sehen. Nicht, Kerli. Halt die Klappe. Ja, so komm, 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 hey! Langsamer, muss nicht so schnell sein. So läuft sie besser, wenn sie nicht so schnell geht, dann auch die Runde. Ja, harmonische Proportionen. Ja, und stehen.
zurzeit etwas gut im Futter. Die Hündin auf dem ersten Platz entschieden, die ist ein bisschen kräftiger als die erste und läuft fantastisch. Die zweite ist ebenbürtig, das kann an einem anderen Tag auch mal anders aussehen. Die dritte Hündin hat einen tollen Bewegungsablauf von der Seite, hinten leider ein bisschen eng. Und die vierte Hündin müsste vielleicht 30 Kilo noch abspecken, dann könnte sie auch auf einem anderen Platz stehen. Sehr schön, Hündin. Alle vier, tolle Hündinnen. Davor. Etwas große Ohren. Ich bin nicht so gut.
geht Pass. Die geht Pass. Die ist gerade Pass gegangen, ne? Auf dem Weg. Ja. Vielleicht mal rund. Ist da gerade Rücken? Typischer Kopf. Mittelbraune, gut geschnittene Augen. Schirmgebiss. Meines Weiß. Das war der letzte Schneidezahn, ne? Vom Eckzahn. Ja. 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 Wenn sie so schnell anlaufen, fällt sie in den Galopp, ne? Runde braune, unterschiedliche Augen. Und einmal
beschreiben. Okay. Ich bin ja bald Seniorenklasse da. Und also für ihr offener. Das ist ja schön.